Susanne, was ist denn zu sehen? Kraniche. Liebe Zuschauer, guten Abend. Benjamin Witzel hat die Vögel bei Wulferstedt für uns fotografiert. Vielen Dank dafür. Laut Naturschutzbund Deutschland haben sich die Kraniche Mitte Februar von Spanien und Frankreich aus wieder auf den Weg zu uns gemacht. Heute Nacht ist es stark bewölkt. Vereinzelt kann es nieseln bei leichten Plusgraden. Nur im Oberharz gibt es weiterhin Frost, was für den Schnee gut ist. Auf dem Brocken haben wir noch eine Schneehöhe von 42 cm. Der Gipfel ragte heute über die Wolken hinaus. Das wird auch morgen passieren. Ansonsten bringen uns die Wolken am Vormittag gebietsweise etwas Regen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 8 Grad. Am Sonntag zum kalendarischen Frühlingsanfang, auch am Montag und am Dienstag ist es kühl, grau und zeitweise nass.